Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie im Namen des Hygieneteams sehr herzlich im Universitätsklinikum St. Pölten begrüßen. Unsere Aufgaben sind vielfältig, besonders liegt uns jedoch die Vermeidung von Krankenhausinfektionen am Herzen. Jede und jeder von uns, ganz gleich ob gesund oder krank, ist von Mikroorganismen besiedelt und kann diese an andere Personen weitergeben. Dies ist für Gesunde im Alltag völlig normal und meistens kein Problem. Patientinnen und Patienten im Krankenhaus sind jedoch in ihrer Abwehr geschwächt. Deshalb sind sie gefährdet, durch harmlose Bakterien, auch diejenigen, mit denen sie selbst besiedelt sind, schwere Infektionen zu erleiden. Besonders problematisch sind Infektionen durch sogenannte multiresistente Bakterien, gegen die die meisten Antibiotika nicht mehr wirksam sind. In diesem Zusammenhang kommt unseren Händen eine bedeutende Rolle zu. Prinzipiell soll im Klinikum kein Schmuck an den Händen und Handgelenken getragen werden. Dies gilt auch für Eheringe. Verstauen Sie Ihre Ringe, Armbänder und Uhren an einem sicheren Platz oder noch besser, nehmen Sie diese erst gar nicht ins Klinikum mit. Jeglicher Schmuck verhindert eine sachgerechte Händedesinfektion. Ihre Fingernägel sollten kurz geschnitten und unlackiert sein. Auch künstliche Fingernägel sind im Klinikum tabu, da unbemerkt Risse im Lack sowie die Unterseite langer Nägel Mikroorganismen enthalten können, die womöglich im Rahmen der Händedesinfektion nicht eliminiert werden. Denken Sie daran, dass Sie in diesen Fällen umgekehrt auch alle Mikroorganismen aus dem Klinikum mit zu sich nach Hause nehmen. Auf dieser Nährbodenplatte sehen Sie, wie viele Mikroorganismen Sie an Ihren Händen mit sich tragen können und wie viele Mikroorganismen sich unter Ihrem Ring oder unter Ihrer Uhr verstecken können. Die Hände stellen für das Personal die wichtigsten Werkzeuge im Praxis- oder Klinikalltag dar. Gerade deswegen sind sie allerdings auch der häufigste Weg für die Übertragung von nosokomialen Infektionen. Auf unseren Händen finden sich unsere eigenen Bakterien und auch diejenigen, die wir im Rahmen von Kontakten mit Patientinnen und Patienten und auch von Gegenständen aufnehmen und weitergeben. Unzählige Male am Tag berühren wir bewusst und unbewusst andere Personen und auch Gegenstände. Ohne korrekte Händehygiene werden Mikroorganismen unkontrolliert verbreitet. Auch Viren können auf diese Weise übertragen werden. Im schlimmsten Fall kann es in weiterer Folge zu einer Infektion kommen. Bitte beachten Sie in Kontakt mit Patientinnen und Patienten die sogenannten 5 Momente der Händehygiene gemäß der WHO. In folgenden Fällen müssen Sie auf jeden Fall Ihre Hände desinfizieren. Bevor Sie direkten Kontakt zu Patienten haben, vor aseptischen Tätigkeiten wie zum Beispiel der Venenpunktion, nach Kontakt mit Körperflüssigkeiten wie zum Beispiel der Blutabnahme, nach Patientenkontakt wie zum Beispiel bei Überprüfung der Vitalparameter, und auch nach Kontakt mit der Patientenumgebung, wie zum Beispiel beim Bettwäschewechsel. Wir möchten Ihnen nun zeigen, wie eine korrekte Händedesinfektion funktioniert. Geben Sie ausreichend Händedesinfektionsmittel in die trockene, hohle Hand, um diese mindestens 30 Sekunden feucht zu halten. Eventuell können Sie auch eine weitere Portion aus dem Spender entnehmen. Verreiben Sie das Desinfektionsmittel bis zur Trocknung in den Händen. Achten Sie darauf, dass Sie bewusst alle Bereiche Ihrer Hände desinfizieren. Bei nicht sachgemäßer Händedesinfektion können Mikroorganismen in bestimmten Nischen Ihrer Hände überleben. Bei der Desinfektion müssen insbesondere auch die Finger- und Daumenkuppen, die Handinnenflächen
und die Fingerzwischenräume beachtet werden. Bei manchen Tätigkeiten lassen sich Kontaminationen nicht vermeiden. In diesen Fällen verwenden Sie bitte Schutzhandschuhe und falls erforderlich auch eine Schürze. Bitte beachten Sie, dass nach Ablegen der Schutzhandschuhe eine korrekte Händedesinfektion erforderlich ist. Schutzhandschuhe sind kein Ersatz für die hygienische Händedesinfektion. Sie können nicht sichtbare Löcher und Poren aufweisen und sind daher nicht mikroorganismendicht. Wenn wir alle diese Vorgehensweisen beachten, können wir gemeinsam einen effektiven Beitrag zur Vermeidung von nosokomialen Infektionen leisten. In schriftlicher Form können die Leitlinie Standardhygienemaßnahmen und die Leitlinie persönliche Hygiene im Rockstra Hygieneordner nachgelesen werden. Wir danken Ihnen für Ihre Kooperation und wünschen Ihnen viel Freude bei Ihrer Arbeit in unserem Klinikum. Bei Fragen steht Ihnen das Hygieneteam selbstverständlich jederzeit sehr gerne zur Verfügung.